Im Rahmen der Deutschen Waldtage lud das Holzimpulszentrum Rottleberode gemeinsam mit dem Waldbesitzerverband, dem Landesverband Wald, dem Landesforstbetrieb und dem Kreissportbund Mansfeld-Südharz am 15. September auf das Gelände am Jugendwaldheim Wildenstall zum Wald- und Wandertag Mansfeld-Südharz ein. Ziel war es, den Bürgern des Landkreises und interessierten Gästen die verschiedenen Facetten der Waldnutzung im Spannungsfeld zwischen Holznutzung und Erholung aufzuzeigen. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer des Holzimpulszentrums, Christian Schiffner. Sie sehen hier, wir haben zahlreiche Besucher erreichen können, auch mit den vorhergehenden Informationen, sind über die Resonanz wahnsinnig begeistert und hoffen, dass wir hier noch wirklich einen schönen Tag verbringen können mit den ganzen Attraktionen, die wir heute haben. Hier der Kreissportbund mit seinen Attraktivitäten für die Kinder und den ganzen Forsttechnikbereich, den wir in dem Rundparcours haben. Plus die ganzen Informationsstände, die wir hier von den ganzen einzelnen Forstverwaltungen und Institutionen des grünen Bereichs hier vor Ort haben. Die Politik ist auch da, die haben wir auch gerade schon kräftig in die Mangel genommen, um sozusagen die aktuellen Probleme des Waldes da auch nochmal darzulegen. Aber ich denke, wir haben da Gehör gefunden. Im Festzelt waren die musikalischen Aufführungen auch Gelegenheit für einige organisatorische Hinweise und auch Grußworte an die Anwesenden gerichtet von den vielen Besuchern aus der Politik, seien es verschiedene Abgeordnete, der Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Herr Strauß, oder Landrätin Frau Dr. Klein. Selbstverständlich sorgten auch Gastronomen aus der Region für das leibliche Wohl. Mit vor Ort der Kreissportbund mit seinem Spielebus. Damit konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ordentlich Bewegung und Sport bei den Kindern sorgen. Auch eine Hüpfburg durfte nicht fehlen. Zahlreiche Aussteller rund um die Holz- und Waldwirtschaft präsentierten ihre Angebote. Interessierte konnten Forst- und Sägewerkstechnik in Augenschein nehmen. Auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Es waren ja Wald- und Wandertage. So sorgte der Harzclub für Sternwanderungen zum Wildenstall von Grillenberg, Wippra und Wettelrode. Stündlich bestand Gelegenheit, sich Führungen durch Förster anzuschließen, bei denen man auch seine Fragen rund um den Wald loswerden konnte. Selbst bei den Musikvorführungen konnte man noch etwas lernen, denn zum Beispiel erläuterten die Hettstädter Jagdhornbläser alle Signale, die sie dem Publikum präsentierten. Ein rundum gelungener Wald- und Wandertag Mansfeld-Südharz, der auch von den Besuchern rege angenommen wurde.